Ich bin losgeskatet auf dem Weg zur Bushaltestelle und habe die Bushaltestelle verpasst und bin weitergeskatet. Und das hat so viel Spaß gemacht. Nach ein paar Kilometern hat mich ein Motorradfahrer gleich mitgenommen. Ich habe mich an ihm festgehalten und bin dann einfach weitergeskatet. Und dann nach 8 Tagen habe ich herausgefunden, dass ich noch 20 Kilometer bis nach China habe. Und das war eine totale Überraschung. Als ich so 9 bis 12 war, bin ich ein bisschen Skateboard gefahren auf der Skaterampe. Und dann gar nicht mehr. Und dann, als ich 20 war, war ich in Australien und hab mir ein Skateboard gekauft. Und seitdem skate ich halt wieder. Na, ich habe in Australien in der Stadt gewohnt und das Skateboard dort in der Stadt erst nur benutzt. Und bin dann ab und zu halt über den Highway geskatet für 20, 30 Kilometer aus Spaß. Und habe gemerkt, dass es machbar ist, dass man auch den ganzen Tag Skateboard fahren kann. Und dann habe ich auf meine erste Reise in Thailand und Laos das Skateboard mit dabei gehabt und sehr viel geskatet. Und seitdem ist es einfach mein perfektes Reisetransportmittel. Erstens mal, ich habe sowieso dabei. Also selbst wenn ich jetzt nicht skate, trage ich das oder ist an meinem Rucksack angeschnallt. Und wenn sich eine Gelegenheit bietet, auch wenn es nur 300 Meter sind, Skateboard abgeschnallt, draufgestellt, Energiesparmodus. Einfach die Straße runtergerollt. Skateboard, die Räder, die halten ewig. Ich kann damit auch mal durch die Schlamm und Dreck fahren. Das macht meinem Board überhaupt nichts. Einfach ein bisschen mit Wasser ausspülen. Also ich lege da jetzt auch keinen großen Wert drauf. Und es ist leicht. Es ist mein Tisch. Ja, wenn ich esse, steht da halt mein Teller drauf oder mein Topf. Oder wenn ich ein Feuer mache und dabei koche, schneide ich auf der Unterseite von dem Brett. Wenn ich im nassen Gras sitzen will, setze ich mich auf mein Skateboard. Es ist eine Kopfstütze, es ist einfach universell die beste Investition, die ich gemacht habe. Es ist ja so, dass jeder Tag einfach perfekt ist, weil man sich selbst keinen Stress macht und weil kein anderer dir Stress macht. Du kannst machen, was du willst, solange du keinem anderen irgendwie Schaden zufügst. Und deswegen ist es auch egal, wo du bist an einem Tag.